So, Leute, Booster Nummer 200 auf dem Channel, gesponsert irgendwo. Danke an Top the Gamer, der das mir hier mal ermöglicht hat. Und natürlich an den Händler, der das vorbeigebracht hat, der dann bestimmt jetzt gleich weinen wird, hoffen wir doch mal alle. gut, wir haben Ferrine Blackborder. Man sieht das vielleicht so ein bisschen, ich bin so ein bisschen am Zittern. Ja, Ferrine Blackborder 1994, deutsch limitiert. Ich krieg das an so einem halben Cluster. Oh, ich krieg das nicht hin. Jetzt ist eh rum. So, von der Sortierung her, wenn ich es richtig gesehen habe, im Kopf habe. Ich mache das hier mal komplett auf, sodass da nichts bei rumkommt. So, von der Sortierung her haben wir 3 Uncoms. Ah, man sieht sogar schon hier oben, die haben in der Ecke tatsächlich einen Schlag weggekriegt. Und das müsste unsere Rare sein. So, die hat hier hinten auch auf dem Rücken tatsächlich... Egal, gucken wir uns gleich mal an. Wir gucken uns erstmal die Commons an. Oh mein Gott, ein Sumpf. Das ist, glaube ich, auch der Sumpf, der ein Fake-Artwork hat. Man merkt jetzt mal den scheiß Commons. Grüner Schutzkreis, ein weißes farbloses, Verzauberung für ein farbloses, schützt vor jeglicher Schaden aus einer grünen Quelle. Falls dir eine Quelle innerhalb dieses Zuges mehr als einmal Schaden zufügt, musst du jedes Mal, wenn Schaden findet, ein weiteres Mal bezahlen. Diese Begriffe davon, wie das erklärt wird und so weiter, ich halte das mal ein bisschen mehr so, diese Erklärung, großartig, hätte ich heute auch mal ganz gern. Dann würde ich gerne sehen, wie das Questing Beast ausgeschrieben wird. So, nächstes, eine Ebene. Es sind halt so viele Basics da auch drin. So, dann haben wir ein Hügelriese. Okay. Das Artwork. Das Artwork. Unglaublich schön. So. Dann Flügellähmung. Die kenne ich sogar. Die habe ich sogar mal gespielt. Die hat einen riesenlangen Ellentext. Oh Gott. Ein rotes Mana. Eine Kreatur verzaubern. Nimmt einem fliegenden Wesen die Flugfähigkeit und fügt der verzauberten Kreatur 2 Punkte Schaden zu. Dieser Schaden tritt nur einmal auf, und zwar dann, wenn Flügellähmung ausgesprochen wird, gibt eine anderer Zauberspruch oder eine andere Fähigkeit der Kreatur Flugfähigkeit, hat Fluglähmung seine Macht verloren. Alter! Wow, okay, diese Beschreibung davon ist halt wirklich großartig. So, dann haben wir, oh, eine Insel. Die sind sogar gar nicht mal so. Dann wundsame Heilung. Alter, das Artwork. Ein weißes Mana, die Zielkreatur wird regeneriert. Dann haben wir Kriegsmammut, es musste das Kriegsmammut sein. 4 Mana, 3-3 Trampeln, es musste das Kriegsmammut sein. Dann, oh, Mountain. Dann haben wir, glaube ich, Sumpfebene, Insel, Mountain. Es fehlt nur noch ein Forest. Gucken wir mal in Forest. Seelengift. Das ist natürlich, die habe ich sogar gespielt. Zwar ein Whiteboarder, weil es günstiger war. Für ein blaues, ein farbloses Land verzaubern. Sobald das verzauberte Land getappt wird, fügt Seelengift dem Beherrscher 2 Schadenpunkte Schaden zu. Und? Was ist die Off-Center? Rückruf. Oho, sogar richtig hübsch. Für ein blaues Mana, eine Zielkreatur muss zum Eigentümer wieder in sein Blatt genommen werden. Mhm. Verzauberungen auf der Zielkreatur werden vernichtet, also mit der Schere. So, das war unsere Rare. Dann kommen wir zur ersten Ankam. Umwandlung, was bist du denn? 4 Mana Verzauberung. Alle Gebirge gelten als Standardlandebene. Standardebene, solange die Umwandlung im Spiel ist. Okay, geile Interaktion, bestimmt mit Blood Moon. Fragt einen Judge eurer Wahl, wie das funktioniert, wenn ihr ihn ärgern wollt. Ihr zahlt 2 Weiße während der Versorgungsphase oder die Umwandlung wird vernichtet. Dann haben wir... Was? Erdelementar, 5 Mana, 4-5. Das Artwork. Deswegen mag ich die eigentlich gar nicht. Jetzt wird es langsam. Basalt Monolith. Auch nicht schlecht. Ziemlich off-center tatsächlich. Das ist ein bisschen schade. Ja, Basalt Monolith. 3 Mana Artefakt. Tappen, man kriegt 3 Mana beliebiger farbloser Mana. So ist es richtig. Und der enttappt nicht und man kann den für 3 Mana wieder enttappen. Das ist schon
ziemlich gut. Das, also hier steht das natürlich länger drauf, aber ihr habt meine Stimme jetzt lang genug ertragen müssen. Und unsere Rare ist Wespennest. 5 Mana Artefakt, 5 Mana Tappen. Man erschafft eine Riesenwespe mit 1-1 Flug. Eine Riesenwespe, eine 1-1 Flugkreatur. Symbolisiere die Wespe durch eine Spielmarke und stelle sicher, dass klar hervorgeht, wann eine Wespe getappt wird, damit man keine Münzen benutzt. Wespen können während des Zuges, in der sie geschaffen wurden, nicht angreifen. Behandle die Wespe wie Artefaktkreaturen. Einzige Ausnahmen: werden die Wespen vernichtet, dann sind sie für immer verschwunden. Wird das Nest vernichtet, müssen die Wespen noch einzeln vernichtet werden. Diese Beschreibung davon, großartig. Großartig. Bestimmt nicht das Wert, was bezahlt wurde, zumindest nicht auf Card Market. Bei mir in der Seele ist das mehr wert, als ich, glaube ich, jemals an Boostern in meinem Leben nochmal aufmachen werde. Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Und nochmal danke fürs Sponsoring. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.